Boris Becker wurde zu 2,5 Jahren Haft verurteilt, die er seit Freitag im Wandsworth Prison in London absitzt. Ein Ex-Häftling des berüchtigten britischen Gefängnisses berichtet jetzt, wie es dem Tennisstar dort ergehen könnte. Wenn der dreifache Wimbledon-Sieger Glück habe, seien die Wärter Tennisfans und gehen milde mit ihm um. Sicher kennen sie ihn aus den Nachrichten. Das sagt der britische Filmemacher Chris Atkins im Interview mit der Bild-Zeitung. Zwischen Juli 2016 und März 2017 saß er selbst wegen Steuerbetrugs im gleichen Gefängnis ein. Das Personal würde einem jede Würde nehmen. Du musst dich ausziehen, du wirst durchsucht, erzählt Atkins weiter. Er erinnert sich an seine eigene Zeit im Wandsworth Prison zurück. Der Weg in seine winzige Zelle sei grausam gewesen. Die Leute haben geschrien und die Türen eingeschlagen. Es sind meist Menschen dort, die psychisch krank oder drogenabhängig sind, erklärt er. In den Zellen werde es außerdem sehr kalt, denn in dem Gefängnis wird nicht großartig geheizt. In der Zelle gäbe es einen Fernseher, einen Schreibtisch, eine Toilette und ein Telefon, mit dem man täglich 5 Minuten telefonieren dürfe. Geduscht wird in Gemeinschaftsduschen, erzählt der Filmemacher. Die Strafe gegen Boris Becker wegen Insolvenzverschleppung wurde am 29. April verkündet. Der ehemalige Tennisspieler wurde direkt nach dem Urteilsspruch ins Wandsworth Prison gebracht.